Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Hexerlabor. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Okay. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Feuerstein. Okay. Linksklick auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Das A-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Paralleln zu öffnen oder Fallen zurückzustoßen. Rechtsklick auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Leute, erstmal Leo beiseite geschoben. Ah, schade. Aber hier funktioniert es nicht, aber hier. Lol. Ach, dann muss ich erst aufladen. Ah, ja. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savola. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Ah, jetzt darf ich mich entscheiden. Das Labor ist wichtig. Ich bin echt... Also... Zu einer Seite, ich kümmere mich um Wesemir und den Furchtbringer. Ich könnte natürlich das Monster besiegen und dem Magier, der das Monster kontrolliert. Klar. Aber das ist nur so ein Kampf. Und das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Da komme ich bestimmt der Story ein bisschen besser näher.
als wenn ich mich jetzt nur einem Viech entgegenstellen muss. Deswegen gehe ich ins Labor. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Zavala hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Ah, jetzt komm ich. Kümmere ich mich doch um beides. Ah, okay. Oder auch nicht. Schnell, verteidigt das Labor. Ich hoffe, die kommt klar. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Und ich könnte den Trank, so wie es aussieht, auch direkt nutzen. Schwalbe? Wo ist denn der Trank? Waldkraut, da, ach, der Trank sieht anders aus, okay. Es hat ja sehr viel gebracht gerade, na gut. Trotzdem egal, weiter geht's. Lol, wo kommen die denn jetzt her? Und die läuft einfach mittendurch. Kein... Lol. Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Ich habe gar nicht mehr so viel Leben, fällt mir gerade mal so ein. Ja, Leo, der steht einfach so daneben im Kreis außerhalb und macht gar nichts. Sollte ich mal. Ich probiere mal den harten Kampfstil aus. Weil ich habe das Gefühl, der weicht immer aus oder so. Mein erster Bosskampf hier. Oder ja, Halb-Bosskampf. Das, ja, das ist Gegner anklicken für Kämpfen.
Mein Leben ist auf jeden Fall wieder komplett voll, durch den Trank höchstwahrscheinlich. Wie lange braucht ihr denn noch? Ja! Das habe ich gerade weggeguckt und zack. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Zavola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Marigold Triss, müssen wir helfen. Wir müssen ins Labor. Ja, ja, sei doch. Ja gut, das ist gewöhnheitsbedürftig. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Das hört sich falsch an. Egal. Auf geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh nein. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Bossfight. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Das heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Leo, wir sterben. Ich seh's kommen. Leo, stopp! Ich wusste es! Das war so vorausschaubar. Nein! Nein! Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Halte durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Vesemir, Leo ist tot. Wie ist Whip Leo einmal in die Kommentare. Ja, oder Chat. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Linksklick auf den Mediationssymbol, um in den Mediationsmodus zu wechseln. Tipp, wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittag-, Morgengrauen-, Mitternacht- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Leo! Moment mal, Leo ist doch da gestorben. Ah, egal. Echt? Nee, der ist hier. Egal.
Bitte, wo ist der Meditationsbalken? Held, Tagebuch, Inventar, Karte, System. Medaillon, Medaillon. Schwalbe Donner, Waldkreuz. Kein Kampf, Waffe. Bin ich jetzt blind? Ach, das gibt's auch noch hier, du. Uiuiui. Beginnender Hexer. Stufe 5. Stufe 1 ist wahrscheinlich hier, ne? Oha. Karte, System, Tagebuch. Kleiderschrank. Schwalbe, dreimal. Dreimal Schwalbe, nice. Will ich gar nicht so genau wissen. Ja, will ich gar nicht so genau wissen, was sie hier mit dir gemacht haben. Moose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Ach so. Fehlt nur noch ein Magier, der damit umzugehen weiß. Ja. Ja. Ihr habt Talente verdient. Verwende diese, um Charaktereigenschaften aufzubauen. Einschließlich Attribute, Zeichen und Kampfstile. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links aus. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fähigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, links klickt das Stundenglas, um sie zu lösen, um sie zu löschen und neu auszuwählen. Links klickt auf Löschen. Achso, ich kann nur das. Stärke Stufe 1 kann ich nur. Okay. Schwips. Stärke Stufe 2 könnte ich auch noch. Erfordert Bronze-Talent. Schwips. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Ja gut, das ist weniger produktiv, finde ich. Position parieren. Plus 10%. Das wäre gar nicht so schlecht. Regeneration Vitalien. Plus 1 pro Sekunde. Das ist gar nicht... Raufhandel. Im Faustkampf, ne. Wir machen das so. Erstmal, wir kriegen ja bestimmt noch ein paar Talente dazu. Und hier ist jetzt auch meditieren, ne? Bis zur Dämmerung, bis zur Mitternacht, bis zum Morgengrauen, hört sich gar nicht so schlecht. 21 Stunden. What? Mitternacht. Eine Stunde bis Mittag. Ach, okay. Bis zur Dämmerung meditieren.